Okay, ja, erzähl mal, bist du eigentlich ein eifersüchtiger Mensch? Ich und eifersüchtig, ich bitte dich. Ein richtiger Mann muss einer Frau vertrauen können. Die gesamte Beziehung beruht auf Vertrauen. Mhm. Schön zu hören, sich genauso. Pascal, Bruder, was geht ab? Alles gut bei dir? Alles gut bei dir auch. Auch danke. Hey, freut mich, dich kennenzulernen. Du hast echt schöne Hände. Oh, danke, das freut mich. Oh, deine Haut ist echt so angenehm. Oh, du bist so süß, aber mein Freund ist gerade neben mir. Lass uns später nochmal treffen. Wieso bist du eigentlich noch mit diesen Idioten zusammen? Hey, freut mich, dich kennenzulernen. Lass die los, einer wie du ist ein Idiot. Hey, was sagst du da? Jonas, was ist los mit dir? Wie war das los mit mir? Was macht ihr hier vor meinen Augen? Hey, ich hab die doch nur ganz normal gegrüßt. Was für Grüßen? Du wolltest sie doch gerade klären, ich sehe das doch. Hey, bist du etwa eifersüchtig, weil er mir die Hand gegeben hat? Eifersüchtig? Wer ist hier eifersüchtig? Gib dir doch einfach die Hand. Gebt euch die Hand, Mann. Was ist los mit euch? Was guckt ihr so? Gib ihr die Hand. Gebt euch die Hand. Was ist los? Hier, die andere auch. War super, alles cool. Hier, ist doch super, ist doch schön, alles cool. Was für eifersüchtig, alles gut. Schatz, ich geh eben duschen, ja? Ja, okay, mach das. Komm jetzt, ich bin alleine. Nein, bei mir ist keiner. Ja, ich dich auch, Baby. Mit wem redet die da? Hey! Hey, mach die verdammte Tür auf! Mit wem bist du da drin? Mach sofort auf, ich mach die Tür sonst kaputt! Was ist denn los mit dir? Was ist dein Problem? Wo ist der Typ? Wo versteckt er sich? Wo ist der denn? Wovon redest du? Was ist schon wieder los mit dir? Ja, der Typ, den du gerade hier reingerufen hast, wo ist der denn? Was für ein Typen? Hast du einen Schaden oder so? Sag mal, bist du sicher, dass du keine Eifersuchtsprobleme hast? Eifersüchtig? Ich eifersüchtig? Na, ich hab doch gerade nur Spaß gemacht. Ich üb gerade so eine Rolle, weißt du? Okay, du hast mir echt gerade Angst gemacht. Ach, ich bitte dich, als ob ich denken würde, dass ein Typ hier bei dir drin wäre. Ich bin doch nicht behindert. Ja, okay, Schatz, darf ich jetzt duschen? Ja, normal kannst du duschen. Viel Spaß, Schatz. Hallo zusammen. Hi. Was darf für dich sein? Für mich einmal die Nummer 7 und eine Fanta, bitte. Ja, alles klar. Hey, meine Hübsche, du bist mir sofort aufgefallen, als du hier reingekommen bist. Du bist mir aber auch aufgefallen. Ich habe schon gehofft, dass du mich bedienst. Meine Süße, heute bin ich dein Diener. Ich werde alles für dich tun. Du bist aber süß. Was kannst du mir ein schönes empfehlen? Wie wär's mit Nummer 6? Massage mit Schokosoße. Oh, das hört sich aber sehr gut an. Was ist los mit dir? Was für Massage? Was für Schokosoße? Entschuldigung, ich wollte nur die Bestellung aufnehmen. Hey Schatz, was hast du? Was labert der Pisser dich hier von der Seite an? Bist du gerade etwa eifersüchtig, dass er mich bedient? Was? Wer ist hier eifersüchtig? Leck, der kann dich so viel bedienen, wie er will. Setz dich hin. Bedienen Sie, kein Problem. Okay, dann nehme ich einmal die Nummer. Nimm, was du willst. Nimm alles einfach, was du willst. Ja, was kannst du mir denn empfehlen? Ich kann dir die Nummer 8 empfehlen. Ja, perfekt, dann nehme ich die, danke. Wir dürfen nicht so laut reden, er ist im Wohnzimmer, er könnte uns hören. Ja, Baby, ich vermisse dich auch. Hey, hallo, was ist los? Mit wem redest du denn da? Warte mal kurz, Mama, ich telefoniere mit meiner Mutter, wieso? Was für deine Mutter? Hältst du mich für einen Vollidioten oder was? Ist das dein Ernst gerade, Jonas? Gib mal her, Mädel, gib mal her. Hallo, wer ist da dran? Wer bist du? Ach, du bist die Mutter, ja, klar. Sag mal, wann hat deine Tochter Geburtstag, ha? Ja, und wann wurde sie geboren und wie viel Uhr? Sag mal! Bruh. Ha? Hey, Tante, wie geht's dir? Alles gut? Hoffe, dir geht's gut. Ja, ich geb dir mal wieder deine Tochter. Hat mich gefreut, ne? Ich ruf dich gleich an, Mama.
Sag mal, ist das dein Ernst? Denkst du, ich telefoniere mit einem anderen oder was? Nein, Schatz. Irgendwelche Leute machen Telefonstreiche. Ich wurde auch vorhin angerufen. Da stand sogar, dein Vater ruft dich an. Ich gehe so dran, das war gar nicht mein Vater. Die verarschen einen und so. Echt jetzt? Ja, normal. Ich will dich doch nur beschützen, Schatz. Okay. Okay, gute Nacht, Schatz. Ja, gute Nacht dir auch. David. Ey, das können wir doch nicht machen. Was, wenn dein Freund kommt? Nein, wir sind ganz alleine. Er kann gar nicht hier sein. Ja, Baby, du machst mich echt glücklich. David, ich bin so froh, dich zu sehen. Wo ist der? Wo ist dieser David? Hä, Jonas? Was machst du hier? Was suchst du in meinem Traum? Halt's Maul, du kannst mich nicht verarschen. Wo ist der denn? Sag mal. Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Wovon redest du? Ja, dieser David, Mann. Wer denn sonst? Ich hab euch reden gehört. Sag mal, kontrollierst du mich sogar in meinen Träumen oder was? Sag, verarsch mich nicht. Sag mir, wo dieser David ist. Hier ist kein David. Ich bin alleine hier. Du bist alleine hier? Ah, stimmt echt. Du bist echt allein. Du bist echt alleine hier. Ach, Schatz, sorry. Ich hab mich verlaufen in dem Traum. Ich wollte zu meinem Kollegen. Da hat sich mit so einem David geprügelt. Weißt du, ich wollte ihm helfen. Sorry, egal. Träum mal schön, Baby, ja? Ma. Schatz, ich bin mal eben draußen. Ich treffe mich mit Pascal, ne? Okay, warte, Schatz. Vergiss deine Jacke nicht. Ah, stimmt. Oh, danke dir. Bis später, ne? Ciao. Passi, oh, Bruder. Junge. Alles gut, Mann? Ja, bei dir auch? Auch, danke, Bruder, danke. Stabil. Ey, Jonas, sag mal, was ist das eigentlich für ein komischer Knopf an deiner Jacke? Ach, das ist nur so ein Glücksbringer von meiner Freundin. Den habe ich immer bei mir. Bruh. Okay, er ist doch nur mit Pascal. Die komplette Beziehung beruht auf Vertrauen. Voila. Freut mich echt, dich kennenzulernen, deine Haut ist echt zart. Deine Haut ist echt zart, sagt er. Sag mir doch so. Ja, Bruder. Du hast schöne Hände. Du hast schöne Hände. Als ob ich so einen Händefetisch habe, so. Darauf beruht sich das Ganze. Du hast zarte Haut. Also Action. Boah, deine Haut ist echt so angenehm. Oh mein Gott. Nochmal. Super. Super. Ich bin sehr glücklich darüber. Ist doch schön. Die bringt mich die ganze Zeit zum Lachen. Die kann sich nicht mehr halten, ja. Das ist nur so ein Glücksbringer von meiner Freundin, den habe ich immer bei mir. Jetzt will ich ganz auf deinen Nippel spielen. Was ist denn los mit dir? Was ist dein Problem? Wir sehen. Wovon redest du? Was ist denn schon wieder los mit dir? Ich hab doch gerade nur Spaß gemacht. Ich spiel gerade so eine Rolle, weißt du? Ey, hallo, was ist los? Mit wem redest du denn da? Das war zu viel, ja. Ja, Baby, du machst mich echt glücklich. Sag, verarsch mich nicht, sag mir, wo dieser Ding. Komm, danke. Ah, ich hab mich versprochen. Fuck. Also.